Hi. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes vorbereitet. Bevor es aber losgeht, habe ich ein Geschenk für dich. Oh nein. Ich habe für dich deinen Dr. Auge Pullover. Oh, ich dachte, das ist eine Mütze. Ha, klasse. Also es könnte vielleicht sein, dass er tatsächlich ein ganz kleines wenig zu klein ist. Guck mal, hinten steht sogar Arizo Studios drauf. Ist cool, oder? Yeah, da steht dann Arizo Studios mit drauf. Oha. Und das ist einer der neuesten und coolsten Dr. Auge Pullover, die es gerade gibt. An. Ja, gell? Da seht ihr, Qualität spricht für sich. Meine werten Damen und Herren, ich wollte nur erinnern, es gibt tatsächlich das neue Buch, was rausgekommen ist und selbstverständlich auch die neuen Sachen, die im Shop dabei sind. Ja, guck mal hier. Guck dir mal das T-Shirt an. Für dich einfach, gell? Das ist so klein, dieses T-Shirt, Mann. Das könntest Süß. Du wirklich als Hut tragen. Naja, Größe haben wir es gerade nicht da. Okay, gut. Aber jetzt mal beiseite. Lars hat eine richtig gute Idee gehabt. Wir werden heute nämlich Essen bestellen. Ihr wisst, Leute, ich liebe Essen und ich liebe Rum. Deswegen habe ich mir gedacht, lass doch mal einfach einen Lieferservice mit einer Sternebewertung gegen einen Lieferservice mit 5-Sterne-Bewertung antreten lassen. Und eine ist wirklich sehr gut gewesen, ne? Und das andere ist wirklich nicht gut gewesen. Und wir haben jetzt einfach mal die Rezension rausgenommen und lösen jetzt einfach mal ein paar vor, wo wir jetzt bestellen. Natürlich werden. Muss man dazu sagen, Geschmack ist individuell. Genau. Also, wir fangen mal mit dem Guten an. Das ist ein Döner- und Pizzahaus. Und da haben wir tatsächlich 4,4 Sterne. Da steht bei der ersten Bestellung sämtliche Speisen werden frisch zubereitet, alles sehr sauber, sehr freundliches Personal mit netten Chefs, Qualität 1A, echt günstig und große Portionen. Sehr zu empfehlen, wenn man gerne Döner, Pizza und Salat mag. Nice, das ist eine richtig gute Bewertung. Hier ist auch einer, der hat 5 Sterne gegeben und einfach nur geschrieben, super leckere Pizza und Jukkas, ich bin jahrelanger Kunde. Nicht schlecht. Super Laden, kann ich nur empfehlen. Wenn ich könnte, würde ich 6 Sterne geben. Richtig. Unwichtig oder irgendwie sowas. Das ist schon Bombenbewertung. Bombenbewertung. Ja. Jetzt haben wir nochmal andere Bewertung. Oh mein Gott, der hat nur 2,2 Sterne. Und da haben wir auch ein paar Rezensionen, die man vorlesen kann. Aber er kann. Hat auch viele Rezensionen und alle haben mit schlecht also bewertet. Also es sind über 35 Rezensionen und der hat nur 2,2 Sterne. Das heißt, irgendwas muss da nicht stimmen. Zwar schnelle Lieferung, aber meine Oma, ihr Burger war komplett roh. Aus Scham wollte meine Oma keine Umstände machen und hat ihn komplett gegessen. Oh, Omis. Oh, Alter. Junge. 2 Stunden Lieferzeit, 30 Minuten länger als angegeben. Statt Gyros kam Geschnetzeltes in Soße an. Dadurch wäre die Pommes dann natürlich auch matschig. Wie viele Sterne hat die dafür gegeben? 1. Das sind alles Einser. Oh mein Gott. Die Pizza war verbrannt. Auf meinem Burger war eine Metallnadel. Eine Metallnadel? Zeig mal her, steht es da wirklich? Oh mein Pizza Gott, was? Eine Metallnadel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die nicht sehr gut deutsch sprechende Frau am Telefon versuchte mir wohl mitzuteilen, dass sie das beste Fleisch haben und das nur Alufolie sei. Unfreundliche Mitarbeiter und Lieferfahrer, diese Menschen, wenn man sie überhaupt so nennen sollte. Oh, was? Oh mein Gott, das ist schon richtig gemein. Das ist schon echt böse, ja. Also, was wir jetzt machen werden, wir bestellen jetzt bei beiden von diesen Lieferanten. Richtige Horrorlieferanten. Wir wissen nicht ganz, was man da bestellen kann, weil man per Telefon anrufen muss, weil man die gar nicht online bestellen kann. Und versuchen jetzt bei beiden mal eine Pizza zu bestellen und irgendwas, weil der eine hat Döner, der andere glaube ich nicht. Vielleicht machen wir das mit einem Burger oder sowas. Vielleicht wird da irgendwas klappen. Mann. Und wir checken mal, oh, das was so ein Albtraum. Was wird da passieren? Bis gleich. Okay. So. 1 Stunde und 20 Minuten später. Und was haben wir da? Also, was haben wir bestellt? Der eine verkauft Döner sehr viel, der andere halt, der verkauft alles. Der verkauft Indisch, Griechisch, Burger, Pizza, alles aber kein Döner. Deswegen hier haben wir uns für Döner und Jufka und eine Pizza entschieden. Und hier haben wir uns für Pizza, einen Cheeseburger und für Tacos entschieden. Tacos. Lass erst die gute ansehen und dann schauen wir uns die schlechte an. Okay, so dann, immer, okay? Dann 3, 2, 1, let's go. Oh, okay. Oh, okay. Das ist jetzt die gute Pizza. Ja, also ich finde, die sieht gut aus. Der Rand ist halt so ein bisschen geknatscht, aber ist okay. Weißt du, was man da sieht? Dass es mit Hand gemacht ist. Es ist wahrscheinlich, ja, es ist höchstwahrscheinlich mit Hand gemacht, genau. So, soll ich mal hier aufmachen? Okay, let's go. Das ist jetzt die schlechte Pizza, Leute. 3, 2, 1. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Oh, okay. Ich glaube, die ist nicht per Hand gemacht. Stimmt. Oh mein Gott, wie hart ist... Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter.
Nein! Oh mein Gott! Aber was war denn das? Das ist eine Salami-Pizza gewesen, gell? Das ist eine. Aber man sieht oh mein Gott, da ist die Salami. Man sieht auch diese Stücke Salami, die sind so komisch irgendwie. Digga, die ist richtig verbrannt. Die sieht auch nicht echt. Also, die sieht schon mehr aus, als wäre das eine echte Pizza. Das ist eine selbstgemachte Pizza. Die sieht das aus wie aus dem Tiefkühler, würde ich sagen. Junge, guck mal, wie schwarz hier unten ist. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Wir probieren das jetzt mal. Das können die nicht ernst sein jetzt. No joke. Das ist oh, die brutal. Ist schon echt kross. Die ist schon echt kross, Mann. Oh mein Gott. Und gleich ist das Messer kaputt. Das ist. Die ist wie eine Tiefkühlpizza gemacht. Also sie ist. Alter, was? Ich krieg die gar nicht auseinander. So, jetzt. Okay, wir essen jetzt erstmal die Pizza. Naja, wir wissen ja nicht, wie die schmeckt. Also die ist zwar ein bisschen verkokelt, aber. Sie ist nur ein bisschen verkokelt. Das ist in Ordnung. Okay? Danke. Vielen Dank. Oh, Alter, die fühlt sich ganz anders an. Die ist geil hier, das Weiche, das mache ich auch voll gerne. Cheers, Mann. Okay. Könnte heißer sein. Könnte schon heißer sein. Aber es ist sehr oft so, dass wenn du was bestellst, das nicht ganz heiß ist. Ja, ist eine gute Pizza. So ein bisschen luftig auch. Weißt du? Kruste ist auch sehr gut. Die ist sogar mit am besten. Die Kruste ist echt am besten. Okay, ich würde sagen, wir legen mal wieder hin. Jetzt machen wir mal mit der anderen Pizza weiter. Ich wollte immer mal so ein Video machen. Ja, da hast du was zu essen. Warum habe ich die hier gekriegt? Digga, meine ist noch dunkler, okay? Oh mein Gott. Ich will es irgendwie nicht essen. Ich will es auch irgendwie nicht essen, aber wir probieren jetzt nur ein Biss. Also normalerweise bin ich nicht so wählerisch. Also ich habe gerade noch, ich war noch so voll gehypt von der Pizza. Ich denke so, ja okay, so schlimm muss es nicht sein, aber schon echt schlecht. Probier mal den Rand. Ist doch sau fettig, ne? Bisschen warm. Also wir haben so eine komische Tomatensauce auch verwendet. Du siehst, das ist so, Alter, das ist ein Stück Holz. Nee, Mann. Ihr habt die Pizza für mich verloren. Willst du auch was trinken kurz? Lass mal kurz was trinken. Ich finde es schon geil, wenn der Käse so ein bisschen crusty ist. Aber der hat sogar schon Blasen geschlagen. Und, und an manchen Stellen schmeckt es auch ganz komisch. Malte, ich weiß nicht, ob das die Salami ist oder sowas. Ich finde, man merkt halt, dass diese Pizza nicht mit Liebe gemacht wurde. Weißt du? Es ist so schade. Das ist keine gute Pizza. Wie viel haben wir jetzt bezahlt für die? Diese Pizza hat 6,90 Euro gekostet. Und die hier? 6 Euro! Und die hat 6 Euro gekostet. Okay. Also 6,20 Euro, irgendwie sowas. Aber die war tatsächlich sogar noch günstiger als die hier. So. Fazit ist klar, Leute. Ihr wisst es. Also wir sind schon beide no für, front, die, aber für die Pizza gewesen. Ja. Ja, okay. Alles klar. Dann lassen wir jetzt das nächste Battle eskalieren. Okay. Und zwar ist das nämlich der Cheeseburger gegen den Döner. Der Cheeseburger selber hier kostet 4,20 Euro. Und der Döner kostet 4,50 Euro. Das bedeutet also, der ist schon ein bisschen labbrig, sehe ich. Der hat schon ein bisschen die Feuchtigkeit aufgenommen. Schwierig, einen Döner zu bestellen. Ich mach mal auf. Das stimmt allerdings, weil da Brot dabei ist und sowas. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Laber nicht, das ist nicht echt. Mach mal nochmal auf. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Siehst du das hier im Deckel? Digga, das ist nicht wahr, oder? Kein Spaß, Mann. Lass das mal, das ist ja nicht, also... Digga, das ist sau widerlich. Also ich weiß nicht, zeig's mal bitte in die Kamera. Das ist nicht wahr, Mann. Das ist in der Verpackung drin. Also, um das kurz nochmal zu erklären, wir haben das vorher auch nicht angefasst und nix. Alter, das ist... Es ist schon hardcore abartig. Was mach ich hier? Das kann nicht sein, Mann. Ich glaube eigentlich nie so richtig an Rezensionen, weil ich immer an das Gute in den Menschen glaube. Aber das ist hart. Wir probieren erstmal den Döner. Ey, sieht nett aus. Ein bisschen lätschig auch. Hat ein bisschen lang gebraucht. Okay. Ist nicht perfekt. Es ist sehr lätschig. Aber wer kann einen guten Döner liefern? Schmeckt okay. Auch nicht der Hammer. Ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall essen. Dieser Cheeseburger hier, gell? Der ist schon ein bisschen lieblos eingepackt. Einfach nur aber so. Wir wissen ja nicht, wie er schmeckt. Okay, so. Das ist unser Döner. Da kann man nichts gegen sagen. Ich mache jetzt dieses Ding hier auf. Bist du bereit? Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä, ist der grün? Digga, Schimmer. Sieht man das? Digga! Auf der Alufolie drauf. Schon wieder? Ich schwöre auf alles. Das kann nicht sein. Da sind 3 Haare drin. 3 Stück, Digga. 2 in dieser Verpackung und einer... Alter, bah! Wirklich, nee, ich esse den. Ich glaube, ich esse den nicht. Sorry. Hä? Ich habe eben gedacht, der ist grün, aber da fehlt alles. Hä? Digga, was passiert hier? Ich esse den, glaube ich, nicht, Mann. Alter, erstmal. Ich habe jetzt dieses Haar weggemacht. Und jetzt sagst du mir, wo ist da das Brötchen? Guck mal drunter vielleicht. Hä, aber guck mal, es kann ja sein, vielleicht ist es bei denen mit Burger ein bisschen anders. Weißt du, was ich meine? Ein Salatburger? Ich
Schneid mal. Guck mal, wie das Fleisch dann ist. Also es sieht okay aus. Das Fleisch sieht okay aus. Versteht mich nicht falsch. Also wir möchten hier nicht rummängeln. Aber wir haben hier kein Brötchen und es waren drei Haare drin. Es ist auch schon hardcore ekelhaft. Nimm und probier. Ich habe so Angst, dass da noch mehr... Hä? For real? Ja, da ist sogar Ketchup drauf. Guck mal. Also, aber ein bisschen roh ist es schon, ja, oder? Ja, ein bisschen schon, ja, Tatsache. Ja, aber so ein bisschen rosa... Ja, ist ja nicht so schlimm, aber ich meine nur. Oh Mann, irgendwie ekel ich mich gerade richtig davor. Es ist ein Stück Fleisch mit Salat drumherum, mit Käse das und Einzige, Ketchup. Ich habe Angst, dass da noch ein Haar drin ist. Ich glaube, die haben uns veräppelt. Also es ist, oder? Echt, es ist echt nicht nice, Mann. Ich muss sagen... Es geht, ja, aber du bist ja auch Burger-Fan. Das war wirklich ein Stern. Also wenn es gehen würde, würde es sogar 0 geben. Letzte Runde. Kommen wir jetzt zur letzten Runde, meine Tacos Damen und Herren. Versus Lahmacun. Selbe Preisklasse, weil die hatten nicht dasselbe Sortiment. 6 Euro für die Tacos, 6 Euro für den Lahmacun. Ich roll mal auf, ne? Erstmal roll mal auf. Ich find's ein bisschen dreist für so eine Rolle mit so ein bisschen Teig und so. Halt ein bisschen verburnt aus, aber ist halt ein dünner Teig. Aber ist ein dünner Teig, der wahrscheinlich in einem Ofen gemacht wurde. Sieht okay aus. So sieht er von innen aus. Ist okay. Ist okay. Sehr fleischig. Ja, stimmt. Ja, mega. Er schmeckt halt wie Teig und Fleisch. Ganz normal Lahmacun halt. Stimmt, da ist gar keine Soße drin. Nee, Mann. Kein Lahmacun. Da ist keine Soße drin. Das ist eigentlich nur Hackfleisch auf Teig und das wird dann zusammengerollt mit Petersilie. Das ist dann dementsprechend wie ein Pfannkuchen mit Fleisch, weißt du? Und manchmal isst man das auch ein bisschen mit Zitrone, wenn man ganz happy ist. Und mit so ein bisschen Peperoni, weißt du, zusätzlich. Das hätte mir hier ein bisschen gefehlt. Für 6 Euro ein bisschen überteuert, würde ich sagen. Schmeckt aber nicht schlecht. Stimmt, ja. 6 Euro ist schon echt teuer dafür. Oh, Junge, haus hier rein, ey. Ich wusste aber nicht, dass ein Lahmacun keine Soße ist. Wird mir vielleicht fehlen. Du meinst den Lahmacun Spezial. Echt? Das ist nur ein normaler Lahmacun. Schmeckt aber eigentlich echt okay. Also schmeckt wirklich gut. So, ich nehme auch noch am Anfang dachte ich so, nicht so. Aber doch, schon nicht schlecht. Der schmeckt gut. Kann ich essen jetzt komplett auf. Kann man es aufwerfen. Boah, irgendwie krieg ich gerade so Krummeln im Bauch. Ich glaube, ich habe gleich richtig den... Da sind Tacos drin. Mexikanische... Tacos. Okay. Magst du Tacos? Ich bin auch Taco-Fan, ja. Ganz besonders mexikanische Küche. Ich finde halt... Die bieten halt einfach alles an. Die bieten alles an. Indisch, mexikanisch, alles. Deswegen habe ich mir gedacht, mal gucken, was sie in Tacos können. Los! Hä? Das ist Lasagne. Ich schwöre dir auf alles, ich habe Tacos bestellt. Auf alles. Hä? Ich schwöre dir, die haben Tacos bei sich angeboten. Das sind Tacos. Wahrscheinlich. Aber das ist doch eine Lasagne. Vielleicht schreiben die einfach irgendwas hin und dann machen die dir einfach eine Lasagne. Ey, ich weiß es nicht. Was haben wir da? Das ist eine Lasagne. Safe 100%. Also wir haben hier gerade aufgeschnitten. Kannst du noch mal hier? Geil. Ja, das riecht nicht schlecht, gell? Ach, da ist auch... Hä? Nee, das ist keine Lasagne. Das ist wirklich sowas in die Richtung. Aber das macht so gar keinen Sinn. Oh, doch. Ach. Das ist... Was ist das hier? Das ist sowas wie ein... Ja, das ist so eine Käse... Ich hau mir das mal rein, oder? Ja. Ich weiß, was das ist. Die das haben ist ein Burrito das komplett. Das ist ein Burrito. Ah. Die haben einen Burrito gemacht, der außenrum... zusammengerollt, da rein und dann Käse drüber. Und dann Käse drüber. Aber was ist das hier? Guck mal, da ist drinne einfach nur Soße. Und Fett. Ah, da ist auch eine Bohne. Aha. Eine Kidneybohne. Nette Idee. Ey, aber ich muss sagen, das schmeckt nicht schlecht. Oh, guck mal unten. Oh nein, schon wieder. Von unten, Leute, ihr kennt dasselbe Spiel wieder. Überall verburnt. Die das ist scharf, Junge. Das schon scharf, gell? Aber ist halt Mexiko. Aber schon richtig scharf sogar, gell? Der Teig ist an manchen Stellen sehr labbrig. Boah, sogar vielleicht ein bisschen zu labbrig. Ich hab erst gedacht, ich habe gerade noch ein großes Stück gegessen, aber ist auch nicht. Ist halt brutal scharf. Oh, Sterne ruft Notarzt. Und da sind noch Peperonis drin. Also ich finde es besser als den Burger auf jeden Fall. Aber ich glaube, es sieht auch besser als der Burger. So ein bisschen schleimig und ohne Konsistenz. Ja, es ist wie so eine Matschepampe, die die da geliefert haben. Ja, es ist okay, aber... Ich hab dieses Stück Käse da oben gegessen mit dem Brot. Aber da bin ich wieder für den Lahmacun. Ich möchte ehrlich gesagt... Den haben wir ja komplett aufgegessen. Ich möchte echt fair sein, aber das ist... Boah, das ist schon richtig scharf. Mhm. Aber ich esse auch gerne scharf, aber das ist schon sehr scharf. Mir läuft sogar die Nase. Ich habe wirklich probiert, so objektiv wie möglich zu bleiben. Aber das mit dem Burger, das war richtig abartig. For real jetzt. Aber wir haben den Burger aufgegessen. Kein Mist. Echt? Hör mal, wir haben den Burger aufgegessen. Aber das hat ja den Burger nicht berührt. Also so klein sind wir dann auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frau, die gesagt hat, dass sie Metall bei sich im Essen hatte. Ich schwöre dir, ich glaube ihr das. Echt? Ja, irgendwie schon. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, hier sind sehr viele Sachen, die ganz komische sind. Ein bisschen an dem Essen. Also so, wenn ich da mir das... Uns hat das Brötchen gefehlt. Uns hat gerade das Brötchen gefehlt. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass
diese Geschichte wahr sein könnte. Das stinkt auch ein bisschen, gell? Wir sind jetzt erstmal fertig. Das war 5 Sterne gegen 1 Stern. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin bei 4 bis 5 vielleicht bestellen. Okay, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Das war gutes Essen gegen schlechtes Essen, beziehungsweise gute Rezension gegen schlechte Rezension. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Mir wehgetan. Und schaut im Shop. Tschüss, Leute. .de vorbei. Haut rein. Tschüss.